Der Milliardär kann's nicht lassen. Ab und zu muss Reinhold Hirt seine Wurzeln spüren und fährt mit auf Verkaufstour. Heute erwischt es Thomas Dörr. Na, Sie sind ja ein sicherer Fahrer, oder? Ich denk's. Also ich habe noch keinen Unfall gehabt. Was? Nee. Auch keine Punkte? Ich habe letztes Jahr meinen ersten Punkt gekriegt. So. In 20 Jahren. Aha. Und wie war Ihr Umsatz im Januar so? Im Januar habe ich 113% Zollerfüllung. Und was bedeutet das in Euro? In Euro waren es im Januar 22.000. 23.000. Mhm. Also schon niedriger wie normal. Ja. Und wie lange sind Sie schon im Unternehmen? Seit 94, also im 11. Jahr jetzt. Mhm. Mhm. Aber lieber Herr Dörr, ich meine, wenn Sie jetzt so 20.000, 25.000 Euro machen nach 11 Jahren. Nee, im Schnitt habe ich 40.000 Euro. Also Euro pro Monat. Ja. Ah ja. Gut, das war nur im Januar. Das ist nur im Januar. Da kommen dann halt im Sommer dann halt mit 50 oder 60.000 Euro. Der erste Kunde heute Morgen wartet in Kitzingen am Main. Das ist aber 5x70. Ja? Ja. Das ist schon schick, wie das heute geht da, gell? Wenn es geht die da gleich mit, ja? Ja. Und die für die 8er, die 40er? Gelben. Also es geht schon wesentlich schöner damit. Im Lager des Kunden eines Dachdeckerbetriebes erfasst Außendienstler Thomas Dörr den Bedarf. 28.000 Verkäufer wie er sind für Wirt unterwegs bei den Handwerkern dieser Welt. Gut, das sind jetzt nicht so Schrauben, die für uns jetzt so gängig sind. Die Bestellungen werden direkt im Lager aufgenommen. Dann versucht Thomas Dörr, die Neuheiten an den Mann zu bringen. Im Büro nebenan. Verkaufsdruck ist ohnehin da, nicht nur wenn der Chef zuschaut. Den 12 Volt? Der ist so schwer ist der gar nicht. Der neue 12 Volt, komplett im Koffer mit Zweitakku, mit Ladegerät. Und nicht erschrecken, weil wir die ganze Zeit 18 Volt haben und das nur 12 Volt ist. Also wenn wir mal schrauben, also der hat schon Power. Also das merkt man schon. Ja. Der hat richtig Kraft, also der Akku hat 2 Ampere. Also der steckt so manch anderen Akkuschrauber in die Tasche. Wie hoch oder wie niedrig ist der Preis? Jetzt im Angebot? Im Angebot kostet er ja nur 229. Also normal ist er schon ein bisschen teurer. Aber jetzt ist er für nur 229, komplett mit Zweitakku. Und also könnte das zeigen? Genau, das und 3 Jahre Gewährleistung drauf. Alles, was Weltmarktführer Wirt anbietet, geht nur an Handwerksbetriebe oder in die Industrie, aber nicht in den Baumarkt. Verkaufen, das ist das Herzstück seines Unternehmens. Preis und Qualität sind eine Sache, aber die Kundenbetreuung macht es aus. Die Größenordnung bräuchte man aber dann wieder, ne? Da geht er auf. Zeit ist Geld. Heute hat der Verkäufer weniger als 20 Minuten pro Kunden und dann muss Umsatz da sein. Außendienst ist schließlich die teuerste Art des Verkaufens, weiß der Chef. Also alles auch mit hinten drauf ist der eingeprägt, die Größen von den Schraubenziehern, durchgehende Klinge. Also ich kann auch mal mit dem Hammer hinten drauf klopfen und Schlüsselhilfe. Die Maschine hat er schon aufgeschrieben. Die steht schon. Aber nur der Preis. Die Menge haben wir noch offen gelassen. Ach so. Sie können auch 10 liefern, gell? Ja, die Menge haben wir noch offen gelassen. Da reden wir jetzt noch drüber. Verkaufen. Reinhold Wirth hat das im Blut. Im Grunde macht er das schon sein ganzes Leben lang. Okay, das habe ich mir notiert gehabt. Mhm. Hohenlohe nach dem Krieg. Eigentlich kein Land für Milliardärskarrieren. Ein bäuerlicher Landstrich. Viel Tradition, wenig Industrie. Aber man sagt den Hohenloher Bauern eine gewisse Hartnäckigkeit und Gewitztheit nach. Eigenschaften, denen sich auch Reinhold Wirth nicht entziehen konnte. In Künzelsau wuchs er auf. Und hier hatte sein Vater einen kleinen Schraubenhandel aufgemacht. Die Handwerker brauchten Material. Der Nachkriegsaufschwung wollte gut verschraubt sein. Bald lieferten die Wirths an Schmiede wie diesen, an Maurer, Mechaniker, alles, was sie brauchten. Und zwar komplett. Das war neu.
Schnell hatten sie begriffen, dass Geschäfte nicht nur in der Nachbarschaft zu machen waren. Einen Sprung ins kalte Wasser hatte der Vater für den 16-jährigen Reinhold Wirth parat. Ich war eigentlich als Junge recht introvertiert. Mein Vater hat mich ja schon mit 16 Jahren zum Verkaufen geschickt. Ich kann mir eigentlich heute gut vorstellen, dass manche Kunden mir nur abgekauft haben, weil ihnen das imponiert hat, dass da so ein 16-jähriger Bubi daherkommt, um Schrauben zu verkaufen. Und mit 19 war ich ja dann gezwungen zu verkaufen. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters 1954 übernahm Reinhold Wirth die kleine Schraubenhandlung und profitierte vom Wirtschaftswunder. Seither wächst das Unternehmen fast jährlich zweistellig. Was Wirth damals in einem Jahr an Handwerker verkaufte, das wird sein Verkäuferheer heute in einer Sekunde los. Von hier aus wird heute die Welt versorgt. Die Firmenzentrale in Künzelsau, der weltgrößter Schraubenhandel. Aber Schrauben machen mittlerweile nur noch einen Bruchteil des Geschäfts von über 6 Milliarden Euro im Jahr aus. Die Aufträge von Thomas Dürr und seinen Verkäuferkollegen kommen hier abends an und gehen am nächsten Tag raus. Allein in Deutschland sind 4.500 Außendienstler unterwegs. Und 48.000 Menschen arbeiten für Wirth weltweit, verkaufen 100.000 Produkte. Das Unternehmen ist damit so erfolgreich, dass man sich schon fragt, wie das alles sein kann. Vielleicht liegt's an der Verpackung der Firma. Die Kultur eines Unternehmens ist wichtiger für den Erfolg als Produkt und Preis. Und Reinhold Wirth legt sehr viel Wert auf das Klima in seiner Firma. Schon immer war das so. Auch der Dalai Lama kam nach Hohenlohe, weil Wirth als fortschrittliches Unternehmen gilt. Von Reinhold Wirths Geld ließ er sich sicher nicht beeindrucken, obwohl Wirth mit seinem Milliardenvermögen mittlerweile unter den Top 100 der Superreichen dieser Welt rangiert. Als Buddhist ist der Dalai Lama Spezialist für das geistige Wohlbefinden der Menschen. Gefallen hat ihm hier, wie Mensch und Maschine gemeinsam für ein Unternehmensziel arbeiten, in angenehmer Atmosphäre. Das sei nicht die Firma eines seelenlosen Technokraten. Maschinen haben keine Seele. Die spüren ja eigentlich nichts. Maschinen wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Aber hier spüre ich, dass Wirtschaft und Geist ganz nahe beieinander sind. Dieses Unternehmen ist ja aus ganz kleinen Anfängen heraus entstanden. Und wenn ich nicht fast alle Gewinne zu fast 100% nicht wieder reinvestiert hätte im Betrieb, hätten diese 29.000 Arbeitsplätze, 29.000 sichere Arbeitsplätze nicht geschaffen werden können. Very good. Your work. I think good result of your work. I appreciate. Very good. Die Beschäftigten sollen sich wohlfühlen. Schließlich verbringen sie am Arbeitsplatz einen guten Teil des Lebens. Ja, sind tolle Bilder. Wirth hat Sinn für das Schöne, lässt seine Mitarbeiter an seiner Kunstsammelleidenschaft teilhaben. Und die Öffentlichkeit. Vermögen verpflichtet, sagt der Milliardär. Aber der Knitze Hohenlohe in ihm kennt auch den Nutzen der teuren Leidenschaft. Seine Kunst und seine Museen tragen den Namen der Firma in alle Welt. Da rechnet sich jeder Picasso doppelt. Man muss sich schließlich gut verkaufen. Porträtieren lässt sich der Erfolgsunternehmer von heute wie ein Feudalherr von damals. Aber er kann ganz schnell und ganz modern handeln, wenn ihm was gegen den Strich geht. Weiter auf Verkaufstour. Mut braucht man schon, um Milliardär zu werden. Er hat den Verkäufern die Laptops weggenommen.
Wir hatten ja eine Zeit lang die Verkäufer auch mit Computer.